Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Heute ist der 31.07.2020. Heute war Claudia da. Ich war baden im Pool. Die Vorrichtung, die mein Vater gebaut hat, hat gehalten. Und ich werde zukünftig öfter in den Pool gehen. Aber es geht halt nur, wenn 3 Leute da sind. Und mein Vater. Also 3 Leute mit meinem Vater. Und es war richtig cool. Es war angenehm im Pool und eine coole Abkühlung. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt im Wasser. Ich habe noch etwas nasse Haare. Mit Claudia war es auch ganz nett. Wir haben uns unterhalten, Kaffee getrunken, geraucht und einfach getratscht. Wir sind dann nach dem Pool auch ein bisschen reingegangen, weil es ziemlich warm draußen war. Als ich gekommen ist, hatte es schon 33 Grad, obwohl meine Alexa 31 Grad anzeigt. Jetzt erst. Aber ihr Auto hat schon 33 Grad angezeigt. Und es war extrem warm, aber auch schön. Jetzt sieht es momentan nicht nach Unwettern aus. Und morgen soll es auch nochmal so schön werden. Aber morgen ist mein Vater nicht zu Hause. Deswegen kein Poolbesuch. Aber es war echt schön mit ihr und auch mit meiner Mutter. Und überhaupt, stimmungsmäßig geht es mir heute auch recht gut. Und das Gespräch mit Christoph hat, auch wenn wir eher über Belangloses geredet haben oder mehr über ihn, hat mir trotzdem viel gebracht zum Ausgleich. Ich habe heute Nacht auch gut geschlafen und bis um 11:30 zum Mittag. Und das hat mir richtig gut getan. Ich war um 11:30 noch immer nicht ausgeschlafen, aber zumindest halbwegs. Der Pool hat mich dann nochmal sehr müde gemacht, aber es geht. Und meine Eltern sind gerade bis 8 Uhr unterwegs bei einer Gemeinderatssitzung oder irgendein Essen, wo die neuen Gemeinderäte die alten zum Essen einladen. Es ist ein jährliches Fest. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen nach 8 nach Hause kommen, weil ich nicht um 8 Uhr ins Bett gehen will. Und es geht mir eigentlich ganz gut und ich freue mich schon auf Kerstin, auch wenn es noch immer 7 Tage dauert. Eine Woche, also nächsten Freitag habe ich den Termin und auf den freue ich mich schon, weil mir das viel bringen wird und ich über einige Probleme reden kann, die mir bei Christoph nicht so leicht fallen. Und es war ein grundsätzlich sehr positiver Tag. Meine Zuckerwerte sind momentan auch relativ stabil und ja, ein schöner Tag, aber es gibt nicht viel Neues. Im Moment tut sich einfach nichts, da kann man nichts machen. Durch Corona und durch die stark gestiegenen Zahlen bleibe ich doch mehr zu Hause und das finde ich auch gut so, aber morgen werden wir wahrscheinlich zu Claudia fahren, weil bei der in der Wohnung ist es nicht so heiß oder war es zumindest beim letzten Mal nicht. Ihre Klimaanlage ist eingegangen im Auto und das wird schon mal heiß, aber ich fühle mich ganz wohl bei ihr und möchte ein bisschen rauskommen und deswegen fahren wir zu ihr.
Und den Tag werden wir auch nutzen zum Entspannen und so. Wie gesagt, es gibt sonst nicht viel Neues. Es ist einfach, die Tage streichen so dahin und es passiert nie viel. Also, dass ich heute im Pool war, nach über 7 Jahren. Oder 6 Jahren, 6,5 Jahren. Weil mein Vater hat gesagt, ich war vor 5 Jahren mit dem Katheter auch schon mal im Pool. Aber ich habe jetzt seit über 6 Jahren den Katheter und ich kann mich nicht erinnern, dass ich nach dem Katheter machen noch mal in einem Pool war. Und das ist jetzt doch schon lange her. Und auch wenn es vor 5 Jahren vielleicht mal so war, ich kann mich nicht dran erinnern und ich glaube, das wäre mir schon im Gedächtnis geblieben. Wir waren nur kurz vorm Katheter machen, vorm Katheter stechen im Hallenbad. Und das ist eben schon lange her. Und mit dieser Vorrichtung, die er gebaut hat, kann ich jetzt, wenn er zu Hause ist, fast jederzeit in den Pool und heute haben wir 25 Grad gehabt und das ist schon angenehm. Es wäre mir früher zu kalt gewesen, aber es ist eigentlich relativ schön, wenn man mal ins kühle Wasser kann. Und meine Gelenke und meine Rückenschmerzen sind jetzt auch leichter. Obwohl die Rückenschmerzen jetzt wieder anfangen, aber es ist mal eine Entlastung für die ganzen Gelenke und auch für den Rücken, wenn ich ein bisschen in Schwerelosigkeit bin und nicht zu viel Gewicht auf meinen Knochen lastet. Sonst, wie gesagt, fällt mir eigentlich nichts ein. Am Dienstag kommt Sonja wieder. Am Montag hat Claudia den ersten Tag Urlaub. Und ja, das ist so ziemlich alles. Die Ansteckungszahlen in Österreich werden immer mehr. Die Corona-Cluster immer größer. Und natürlich gibt es wieder überall Mundmaskenpflicht. Aber ja, ist halt auch nicht so einfach. Meine Osteoporose ist im Rückenwirbel besser geworden und im Hüftwirbel also im Hüftknochen gleich geblieben. Das heißt, diese Polio, irgendwas spritzen schon helfen und dass ich sie mein Leben lang brauchen werde gegen den Knochenabbau. Die Kombination aus Neuroleptikern und 3 Monats-Spritze führt halt dazu, dass man Osteoporose bekommt. Und dagegen hilft nur diese Polio-Irgendwas-Spritze. Alle halbes Jahr und die Kontrolle dazu war gut. Der Knoten in meiner Brust ist gleich geblieben. Ich hatte ja mehrere Knoten. Jetzt habe ich nur noch einen und der ist gleich geblieben. Und ist auch glatt. Also kein Krebsrisiko. Also ein gewisses Krebsrisiko schon, aber momentan keinen Krebs. Ich hatte ja ziemliche Brustschmerzen in den letzten Wochen, aber am Ansatz der Brust und das mag an dem Gewicht der Brust liegen. So war nichts auffällig bei der Untersuchung. Mammographie und Knochendichtemessen war ohne Probleme möglich. Nur beim Knochendichtemessen war es gut, dass wir meinen Vater mit hatten, weil der Tisch ziemlich hoch ist und ich nicht drauf gekommen wäre. Und er mich hochheben musste. Sonst sind die Ergebnisse zufriedenstellend und gesundheitlich geht es mir auch ganz gut. Nur ziemlich müde, aber das ist ja nichts Neues. Ich
würde halt doch gern mal die Schlafmedikamente umstellen. Aber da ist jetzt bis September nicht dran zu denken, weil ich erst im September einen Psychiatertermin habe. Mein Zahn ist abgebrochen, da der rauskommen soll. Da ist eine ganze Hinterwand weggebrochen. Aber es tut Gott sei Dank nicht mehr weh. Also die Wurzel dürfte abgestorben sein, weil oder die Entzündung ist weg durch die Antibiotika, weil es tut nicht mehr weh. Der Zahn muss zwar gezogen werden am 10. September, aber ich kann so lange abwarten, weil es nicht mehr weh tut. Ich habe es teilweise bis zu 3 oder 4 Medikamente am Tag genommen, nur wegen den Zahnschmerzen. Und seit ein paar Tagen tut es nicht mehr weh, was ganz gut ist. Und sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wann ihr mir das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.